Hi Leute, wir sind wieder von Agile Reviews. Heute mit einem weiteren Tabak-Review für euch am Start. Und zwar geht es heute um den Start No Cactus Lime. Ja, also Cactus Lime auf der OVP ist eine die weibliche Form von Cowboy, Cowgirl. Abgebildet mit einem Kaktus mit Hut und Schnurrbart. Und ein paar Eiswürfeln. Was auch immer diese Eiswürfel da sollen, bei jedem Start No sind die drauf. Naja, ich zeige euch jetzt mal einen Schnitt. So, gucken wir mal. Ja, vielleicht, das erkennt man eigentlich ganz gut, wie bei Start No üblich. Mittlerer Schnitt. Sehr gut zum Kopfbau geeignet. Der Tabak ist rot und feucht. Und also wirklich überfeucht. Der ist feuchter als der Blueberry Muffin beispielsweise. Und ja, 52 Gramm kosten 14,90 Euro wie gewohnt von Start No. Und ja, gucken wir, was der Geruch so hergibt. Ja, also ich finde den Geruch, kommt als allererstes so eine Limettennote, Zitronen, ich weiß nicht genau, geht eher ins Limettige. Riecht süß und leicht säuerlich, aber war noch Tabak an der Zange. Ja, süß und leicht säuerlich, ja, leicht teichig, also leicht nach Kuchenteig und eine undefinierbare süße fruchtige Note. Ich weiß nicht, was es ist, vom Geruch her, aber vom Geruch sehr ansprechend, sehr lecker. Vielleicht eine leichte Vanillenote, aber das könnte vom Kuchenteig sein. Ja, ich riech mal. Also was ich auf jeden Fall erstmal sagen kann, also allgemein sehr süß gehalten das Ganze. Kommt ein leichter Zitronentouch raus. Da ist dann... Das ist schlecht zu definieren, wenn mein Kollege schon gesagt hat, wahrscheinlich ist es dieser Kuchengeruch. Also ganz genau kann ich das leider nicht definieren. Das ist wirklich ein sehr interessanter Geruch. Ja. Ja. Ja, zum Setup. Wir rauchen in einer Khalil Mamoun. Ich weiß nicht genau, welche das ist. 79 cm hoch, wie fast alle. Im Broad-Kopf eine Lage Panzer-Alu, Broad-Phoenix und drei Shatura-Kohlen. Ja, ich zieh mal. Ja, der Qualm ist hervorragend, qualmt sehr gut, wie von Start No gewohnt. Und ja, zum Geschmack sage ich auch noch mal kurz was. Ja, hier ist das so, dass die Limette auch ganz klar zu erkennen ist. Also dieser Zitrus-Touch. Man schmeckt eine teigige Note, leicht Vanille angehaucht, aber wirklich minimal. Riecht ähnlich. Kommt nah an den Ultimate Blue, Ultimate White, ist ja Zitronenkuchen, soll das sein. Und beim Ausatmen, eine seltsame Note, eine süße, fruchtige Note. Ich kann nicht definieren, was es ist, es hebt sich auf jeden Fall von der Zitrone und von dem Kuchen ab. Keine Ahnung. Ist aber nicht, nicht störend, sondern trotzdem sehr lecker. Und ja, was sagst du? Ja, ich zieh mal. Also wie auch beim Rauchen, sehr süß gehalten das Ganze. Leichter Zitronentouch, wie beim Riechen.
ist dann noch so ein leichter Kuchengeschmack. Und was mich das dann noch leicht erinnert, ist das ein bisschen so an, an Waldmeister ein bisschen. Waldmeister? Ja. Ne, finde ich gar nicht. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Waldmeister Lifties oder so mal probiert hat, kommt das so leicht in der Richtung hin. Meinst du die Hintergrundnote? Ja, ja, genau. Mhm. Und ja, ich ziehe noch. Und sonst so, was, was so noch im Hintergrund liegt, kann ich wirklich nicht genau definieren. Also das ist ein eigener Tabak. So in der Richtung kommt jetzt nicht wirklich was. Ja. Dann kommen wir mal zu den Punkten, würde ich mal sagen. Ich würde den Tabak 8 Punkte geben. Er ist echt super, der qualmt echt super. Ja. Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt super. Ja. Zum zu den Punkten, Punktevergabe, ich würde den Tabak 8 Punkte geben, genau wie Marvin. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil das geht halt ins Zitronenkuchige. Ich finde, Voltage ist da die Nummer 1. Dicht gefolgt von dem Ultimate White, auch sehr lecker, sehr Voltage-ähnlich. Und dann kommt dieser halt, er ist auch sehr lecker, hebt sich allerdings von den anderen beiden Sorten durch die, ja, durch die zusätzliche andere fruchtige Note, die halt dabei ist, die ich nicht definieren konnte. Er hat es halt im Waldmeister definiert. Und ja, 8 Punkte deshalb, kauft euch den Tabak, eine klare Kaufempfehlung für alle, die auf die Zitronenkuchen-Sachen stehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Aguilarius. Haut rein. Ciao.